The sower soweth the word. Der Sämann sät das Wort. The sower soweth the word. Der Sämann sät das Wort. So today, all over the world, heute in der ganzen Welt, we have got this kind of gymnastics. Haben wir diese Art Gymnastik. Jumping up and down like the heathen. Dass man auf und ab springt. And repeating the same thing 1,000 times. Wie die Heiden und das Gleiche. What do you mean? 1,000 Mal wiederholt. Where do you get it? Was soll das? The Lord Jesus Christ warns us against. Der Herr Jesus Christus warnt uns davor. Use not vain repetitions like the heathen. Ihr braucht nicht leere Wiederholungen wie die Heiden. Just the same. Immer das Gleiche. You know. How many people today? Wie viele Leute heute? Are just strangers to the wealth of Christian experience and testimony. Haben nicht diese Erfahrung in the hymnody der christlichen of the church. Schätze im Gesangbuch der Kirche. Nothing in my hands I bring. Nichts in meinen Händen bringe ich. Simply to thy cross I cling. Nur an dein Kreuz klammere ich mich. Naked come to thee for dress. Nackt fliehe ich zu dir, dass du mich kleidest. Hilflos schaue ich auf zu dir um Gnade. Foul I to the fountain fly. Schmutzig fliehe ich zur Quelle. Wash me, Savior, or I die. Wasche mich, Heiland, sonst sterbe ich. People have never sung it. Die Leute haben das noch nie gesungen. Thou, O Christ, art all du, O Christus, bist alles, was ich möchte. More than all in thee I find. Mehr als alles finde ich raise in the dir. Fallen, cheer the faint. Heal erwecke die sick Gefallenen, and lead the blind. Heile die Schwachen, just leite and holy die Blinden, is thy name. Gerecht und heilig ist dein Name. I am all unrighteousness. Ich bin nur Ungerechtigkeit. Vile and full of sin I am. Schmutzig und voller Sünde bin ich. Thou art full of truth and grace. Du bist voller Wahrheit und Gnade. No, so many people have no clue where that comes. So viele Leute wissen nicht, wo das steht. Jesus, lover of my soul. Jesus, Liebhaber meiner Seele. The third verse. Dritte Strophe. So, you see, friends. Sehen Sie, Freunde. People want. Die Leute wollen. That which is popular. Das, was bekannt ist. You know. Was Jesus popular in that sense? War Jesus bekannt? Was the gospel ever popular? War er populär? War das Evangelium no. jemals populär? Nein. He was the rock of offense. Er war ein Fels des Ärgernisses. So, also, the next verse. Der nächste Vers. 15. Vers 15. And these are they by the wayside. Das sind die am Wegrand. Where the word is sown. Wo das Wort gesät wird. But when they have heard. Wenn sie gehört haben. Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their hearts. Kommt sofort der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. So the Lord Jesus Christ divides his hearers. Der Herr Jesus Christus teilt seine Zuhörer ein. These are not non-churchgoers. These are hearers of his word. Das sind nicht Leute, die nicht in die Kirche gehen, they heard, sondern die sein Wort hören. But they didn't understand. Sie hörten es, aber sie haben es nicht verstanden. Mark, you, dear friends, can you believe? Können Sie es glauben, liebe Freunde? The old Reformers of England. Dass die alten Reformatoren von England. You know, when Wycliffe. Als Wycliffe. Or Wycliffe, whatever you please. Was lying very sick. Als er sehr krank war. One of the friars. Und liegen musste. You know. Of the old church. Da kam ein Mönch von der alten Kirche zu ihm.
came to him and said, "Repent, recant." Und er sagte, tu Buße, widerrufe. And Wycliffe replied. Und Wycliffe hat geantwortet. I will live and not die and declare. Ich werde leben und nicht the sterben. The evil deeds of you friars. Und die bösen Taten von euch Mönchen verkündigen. You know, they wanted. Sie wollten. The boy who drives the plow. Dass der Junge, der den to Flug, be able to read the word of God. Der den Flug führt. In their own language. In der Lage ist, das Wort Gottes in seiner eigenen Sprache zu lesen. And what do we have in some churches today? Und wie sieht es in manchen Kirchen heute aus? Some intonations, einige Gesänge, in a language which you don't understand, in einer Sprache, die man nicht versteht, and you just go through the motions, und man macht das einfach mit, and then you come out saying, hey, dann kommt man heraus und sagt, what do you mean? The word of God in your own language, das Wort Gottes is in ihrer eigenen Sprache, denied to you? Wird ihnen vorenthalten. No, nein, that's not right. Das ist nicht recht. And for centuries it has not been proved to be right. Und Jahrhunderte hat man bewiesen, and yet some churches will persist. Dass es nicht richtig ist, und doch halten manche Kirchen right. daran fest. Now here comes Satan immediately. We've said, hier kommt sofort der Satan. Did not understand the word. Es heißt, sie verstanden das Wort nicht. But when they heard, Satan cometh immediately and taketh away the word that was sown in their heart. Wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Satan's activity. Die Aktivität des Satans. You know, folks, wissen Sie, Freunde, how quickly the word of God seems to evaporate. Wie schnell scheint das Wort Gottes zu verdampfen. If A plus B whole squared had evaporated like that, wenn A plus B in Klammer hoch 2 what would have happened? So schnell verdampft wäre, was wäre dann passiert? Or some chemical formula had or a part of the oder ein Teil von dem Buch, you know, which you studied ein in Buch, pharmacy. Ein Teil vom Pharmazie-Lehrbuch, part of it escaped ein Teil you. Davon it just evaporated. Nicht mehr da wäre in Ihrem Gedächtnis, no, einfach tell verdampft. Me, can you live like sagen that? Sie mir, können Sie so leben? And when the word of God is taken away, und wenn das Wort Gottes weggenommen wird, now, there have been great teachers of God's word in Britain. Es hat in Großbritannien große Lehrer von Gottes Wort gegeben. And one of those great teachers, und einer dieser großen Lehrer, whom I heard, den ich hörte, was das war Dr. Martin Lloyd-Jones. Dr. Martin Lloyd-Jones, who was a medical specialist. Er war Facharzt. And of course, und natürlich, as a friend of Dr. Martin Lloyd-Jones said to me, wie ein Freund von Dr. Martin Lloyd-Jones oh, mir sagte, when you talk to wenn man Dr. Jones, you have to be careful, mit Dr. Jones spricht, muss man because aufpassen, he knows the scriptures that come before and come after, er weiß auch, welche Schriftstelle the verse that you quote, vorher und nachher kommt, bei dem Vers, den man anyway, zitiert. A lady, a leader's wife. Eine Dame, die Frau eines leitenden Mannes. Für diese Familie beten. Said to me, und für die Tochter dieser you know, Familie we beten. Heard a wonderful er sagte, exposition of God's word. Wir hörten eine wunderbare Auslegung and when we come out, von Gottes Wort. It's lost in the porch. Aber wenn wir dann hinausgehen, haben wir in der all Vorhalle kinds of trivial, nonsensical talk. Alles verloren wegen unnötigem, you know, sinnlosem Gerede. That's what happens, gossip.
So passiert es. The church becomes a gossip gallery. Man tratscht dies und das. Die Gemeinde wird zu einem Tratschclub. Was für ein Unsinn. Do you talk about this and that? Sprechen Sie über dies und das? And if it is, if the word of God has registered, you will come out of the church saying, Sie getroffen what a wonderful Savior. Werden Sie aus der Kirche kommen und sagen, was für ein wunderbarer Erlöser. No, it's wrong to be going out saying, what a wonderful preacher. Es ist verkehrt zu sagen, was für ein wunderbarer Prediger. Because that shows that the preacher didn't know his business. Das zeigt, dass der Prediger sein Geschäft nicht versteht. The preacher should have been pointing all the time at Jesus. Der Prediger hätte laufend auf Jesus zeigen sollen. So when you walk out, you should be able to say, wenn Sie hinausgehen, what a wonderful Savior. Sollten Sie sagen können, was für ein wunderbarer Erlöser. Instead of that, anstatt dessen, oh, you say, as a man said to me, wie ein Mann mir sagte, we were fighting all the way. Den ganzen Weg haben wir uns gestritten. After the church, my wife and I. Nach der Kirche, meine Frau und ich. And then when we got home, we continued the fight. Und als wir heimkamen, haben wir weiter gestritten. So that's what you got, did you? Das haben Sie also in der Kirche empfangen. The devil has his way of carrying away the seed. Der Teufel weiß, and then the ignorance wie er that there is Samen today wegnimmt. Und dann die Unwissenheit in heute. The matter of casting out of evil spirits. What? Wenn es darum geht, Stonehenge? Böse Geister auszutreiben. Salisbury Plain, was Stonehenge in der Salisbury-Ebene magicians and all and sundry, wird von Zauberern und allen möglichen Leuten gebraucht, there in great strength, die sich dort versammeln in großer Zahl Halloween time and so on. Zur Zeit des Halloween. What nonsense. Was für ein Unsinn. You know, one friend of mine, wissen Sie, a great preacher, ein Freund von mir, ein großer Prediger, he said to me, der sagte mir, here was a healing meeting, hier war eine Heilungsversammlung, much advertised, die wurde groß angekündigt, and a healer from, oh, you know, you dare not call anybody a healer. Und ein Heiler. It's God who heals. Aber man wagt es nicht, jemanden einen Heiler zu nennen. Denn Gott ist es, der heilt. This man and another, dieser Mann und ein anderer Mann, a few praying people, ein paar betende Leute, decided, die haben sich entschlossen, that they would go to the meeting and pray, dass sie zur Versammlung gehen und beten. Just pray, Lord, if this is of you, prosper it. Dass sie nur beten. If this is not of you, stop it. Ja, wenn das von dir ist, dann lass es gelingen. Und wenn es nicht von dir ist, they will pray. Dann stoppe das. You see, quietly. Und da haben sie still gebetet. And the preacher said, und der Prediger sagte, today I find that I can't do anything. Heute stelle ich fest, I'm unable. Dass ich gar nichts tun kann. Ich bin einfach nicht in der Lage dazu. Celebrated person. Ein gefeierter Mensch. And what did these people pray? They only prayed, und was haben die gebetet? Lord, if this is of you, prosper it. Sie haben nur gebetet, if this is not ja, wenn of das you, von dir ist, stop it. Dann lass es gelingen, und wenn es nicht von dir ist, dann stoppe das. You know, the devil appears as an angel of light. Wissen Sie, der Teufel tritt auf als Engel and des Lichts. And that is happening today. Heute geschieht das. And some of the cases, I am alarmed. Und manche Fälle, ich bin they alarmiert. Come to me and say, die Leute kommen zu mir und sagen, you know, we went to the healing meeting. Wir gingen zur Heilungsversammlung. And there we were gripped by a fear. And from that time we can't sleep. Und dort hat uns eine Furcht erfasst. Und seit diesem Zeitpunkt say, what? Können wir nicht mehr schlafen. Come, we shall ask the Lord to remove this darkness from you. Ich sage, was? Wir wollen den Herrn bitten, dass er diese Finsternis von ihnen wegnimmt. It is sad. Es ist traurig. No discerning spirit. Kein Geist der Unterscheidung. You see, the preachers of today have very little time, my friends. Sehen Sie, die Prediger heute haben sehr wenig Zeit, they have to, meine lieben Freunde. And some of them
As one pastor said to me in America. Wie ein Pfarrer mir sagte in den USA. You know, Mr. Daniel, we do not wissen Sie, Herr Daniel, schedule meetings. Wir setzen hier keine Versammlungen an, go over the weekend. Die über das Wochenende andauern. I said, what? Ich sagte, was? But suppose a church needs it. Aber wenn die Kirche das braucht, I will preach till there is. Ich werde predigen. A breakthrough. Bis es einen Durchbruch gibt. That's what I meant to do. Das sollte ich so tun. So if it takes an extra Monday or an extra Friday, und wenn es noch einen zusätzlichen Tuesday, Montag fine. Oder Dienstag braucht, gut. That's what I need to do. Das muss ich tun. Well, he said, you know, Mr. Daniel. Nun sagte er, Sie wissen, no Herr Daniel, preacher around here will do that. Kein Prediger hier macht das. Because denn that means, das bedeutet, he will have to go into his scheduling, dass er dann of other meetings for that week, andere Versammlungen in der Woche, and financial loss, verschieben muss, dann gibt es einen finanziellen Verlust. Financial loss. Einen finanziellen Verlust. What? Was? And so, und so, certain preachers are kept very busy. Sind manche Prediger sehr what? Beschäftigt. Busy with what? Mit was sind sie beschäftigt? Is it with the word of God? Is it with the Lord? Sind sie beschäftigt mit dem Wort Gottes? Or is it with beschäftigt mit dem Herrn? Considering and calculating how the bills will be paid? Oder beschäftigen sie sich damit, wie die Rechnungen no, bezahlt I werden? Have made it nein. I have made it very clear to my Lord. Ich habe es meinem with Herrn all the mounting bills. Ganz klar gesagt mit den großen you Rechnungen. Know, from Australia, von Australien angefangen. To Malaysia and Indonesia. Bis nach Malaysia, Indonesien. And Burma. Bis nach Burma. India. Nach Indien. And other regions of the world, including Europe, und andere Bereiche der and Welt, the British Isles, einschließlich and America and South America, Europa, Großbritannien, you know, television work, Nord- und Südamerika. I was never Sie, cut out for it. Die Fernseharbeit, dafür war and ich nie geschaffen. I hated the television because of ich habe den Fernseher gehasst. The way it brought so much discord, weil er so viel Zwietracht gesät hat, and immorality, so viel Unmoral in, society, in die Gesellschaft gebracht hat. I was an enemy of television. Ich war ein so, Feind des Fernsehens. When someone came up, als jemand and wrote to me, mir schrieb, hey, hey, we want this message to reach. Wir wollen, dass diese people. Botschaft Menschen this erreicht. Man had just dieser Mann in passing heard me preach, hatte mich beim Vorbeigehen predigen he gehört. Was going through Canberra, er kam durch Australia. Canberra in Australien durch. And he wrote to me. Und er schrieb mir. And eventually came, und schließlich kam er. And took a lot of time to try and persuade me. Und er hat sich viel Zeit anyway, genommen. The mounting bills. Und wollte mich überreden. Huge bills. Die großen Rechnungen. Every month. Riesige Rechnungen jeden Monat. And we certainly will not default on any bills. Und wir werden gewiss alle Rechnungen bezahlen. Who pays? The Lord pays. Wer bezahlt? Der Herr bezahlt. I never ask anybody for a penny. Ich bitte nie jemanden never. Um einen Cent. Niemals. He is Jehovah Jireh. Er ist der Jehovah Jireh. I can't change his name. You can't change his name. Ich kann seinen Namen nicht ändern. Sie können seinen maybe Namen you're trying. Nicht ändern. Vielleicht versuchen Sie es. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. God will provide. Der Herr wird versorgen. That's it. Das ist es. So, my dear friends. Also, meine lieben Freunde. The possibility that some of us preachers die Möglichkeit, dass einige von uns Predigern become stale, abgestanden werden, repetitive, und die Dinge immer wiederholen, powerless, und kraftlos werden, is entirely because das ist we do not go to the place nur, of weil wir nicht resupply the Savior.
Weil wir nicht dahin gehen, wo wir uns wieder erneuern. I simply can't operate. Weil wir nicht zum Heiland gehen. So kann ich einfach nicht arbeiten. Ich habe schon gesagt, ich bin nicht so stark. I'm only 83 years young. Ich bin erst 83 Jahre jung. Sie wissen das, hoffe ich. Okay. Gut. And I always tell people. Ich sage den Leuten you immer. Pray for me and I'll get younger. Beten Sie für mich, dann werde ich jünger. Now, where is the source of our strength? Wo ist die Quelle unserer our Kraft? Our source of strength is the Lord. Die Quelle unserer Kraft ist der Herr. So, also, when we are sowing the word, the devil wants to take away the word. Wenn wir das Wort aussehen, will der Teufel es wegnehmen. Now, in one area, in einem Gebiet, certain spirits were being worshipped. Wurden bestimmte Geister angebetet. And we knew nothing about it. Wir wussten nichts davon. It was a place of intense bloodshed. Es war ein Gebiet, between tribes. Wo viel Blut vergossen wurde zwischen den Stämmen. And I said, this is the place where we must preach. Und ich sagte, an diesem Ort müssen wir predigen. So I set my heart so habe on ich building a mein Herz darauf gerichtet, hier ein Zentrum zu bauen, preaching of God's word. Damit Gottes Wort gepredigt wird. Where murder, wo so viel Morden geschieht. And tribal fighting. Wo die Stämme sich bekriegen, was just uncontrollable. Das war einfach unkontrollierbar. Neither the army nor the police could do anything. Weder die Armee noch die Polizei konnte irgendwas ausrichten. Well, and here I did not know that some spirits were being worshipped. Und ich wusste nicht, dass hier einige Geister angebetet wurden. All right, we got to preaching there. Wir haben dann angefangen, dort zu predigen. And what happened? The spirits fled. Und was geschah? Die Geister flohen. And the worshippers saw. Und die Anbeter sahen. What has happened here? Was ist hier los? The spirits that we worship are no longer here. Die Geister, die wir angebetet haben, die sind jetzt nicht mehr da. And so they abandoned that worship. Und so haben sie diese Anbetung aufgehört. So actually, when you and I go in the name of Jesus, wenn Sie und ich im Namen Jesu these hingehen, evil spirits must run away. Dann müssen diese bösen Geister weglaufen. See, in the world we had the Lord Jesus said sehen Sie, in John 10 and verse 10. Der Herr Jesus sagte in Johannes 10, Vers 10. The thief cometh not but for to steal, to kill and to destroy. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und umzubringen. But I have come that they might have life and life abundant. Ich aber bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben. So, what does a thief do today? Was tut der Dieb heute? All over the world. In der ganzen Welt. Fear. Ängste. Insecurity. Unsicherheit. Bombs going off in odd places. Bomben, die irgendwo losgehen. Slaughter. Gemetzel. Gore. Blutvergießen. In most unlikely places. An ganz ungewöhnlichen Orten. And people suffering. Und die Leute leiden so darunter. You see, right under the nose of Europe. Direkt unter der Nase von Europa. North Africa. In Nordafrika. Darfur. In Darfur. Sudan. Im Sudan. South Sudan. Im Südsudan. You know, a man said to me, I'm from South Sudan. Ein Mann sagte mir, ich bin aus dem Südsudan. His dad was assassinated. Sein Vater wurde ermordet. Er war Politiker in South Sudan. In Südsudan. And he said, we are going to be a free nation. Und er sagte, wir werden jetzt ein freies Volk sein. He was trying to get me to preach. Und er versuchte at the inauguration of their nation. Mich zu bewegen, dass ich kommen But sollte bei der folks, Einführungsveranstaltung bloodshed. Dieses neuen Staates. What do you mean? Blutvergießen. Are we in the 21st century? Sind wir im 21. Jahrhundert? Or are we a bunch of savages? Oder sind wir ein Haufen Wilde? Just slaughter. Wo einfach gemetzelt wird.
And what about the slaughter of babies in the womb? Und wie steht es mit dem Gemetzel an kleinen Kindern im Mutterleib? You all know, I suppose, Sie alle that wissen, the most dangerous place for a baby nehme ich an, is the womb. Dass der gefährlichste today. Platz für ein Baby der Mutterleib ist. What? Was? The place where a baby der Ort, should be nurtured, wo ein Baby genährt werden sollte, and given such emotions of security, wo es Gefühle der Sicherheit empfangen sollte, has become the most dangerous place in supposed civilized lands. Ist zum gefährlichsten Ort geworden in den Ländern, die sich zivilisiert with the nennen. Sanction of the government, mit der nachträglichen Billigung der Regierungen, universal slaughter of millions, ein universelles Gemetzel von Millionen. Friends, Freunde, when the devil is hard at work, wenn der Teufel so hart arbeitet, you know, we are failing in the place of prayer. Da fehlen wir beim Gebet. We are not binding these powers of darkness. Wir binden nicht diese Mächte. Jesus said, you must bind the strong man. Diese Mächte der Finsternis. Jesus sagte, bindet den Starken. They overcame him by the blood of the Lamb. Sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut. And the word of their testimony. Und durch das Wort ihres Zeugnisses. You know, we are failing in the highest. I tell you, we are playing at the low leagues. Wir fehlen bei den höchsten that Dingen. Includes me. Wir spielen in der unteren Liga. Das schließt auch mich ein. We don't want to get into the top leagues. Wir wollen nicht what a shame. In der höchsten Liga spielen. Was für eine Schande. We can't say we love Jesus. Wir können nicht sagen, dass wir Jesus lieben. And this is such a time of emergency in history. Und heute leben wir zu einer solchen There Zeit. There has never been a day like this. Wo so große Not herrscht. Es and gab yet a day in der Geschichte noch nie eine solche wherein Zeit. Und doch you and I must prove Jesus. Ist es eine Zeit, wo Sie und ich Jesus unter Beweis stellen müssen. What a thing to fail my master wie schlimm at ist es, such a time as this. Wenn ich meinen Herrn verrate zu einem solchen Zeitpunkt. Let us pray. Wir wollen beten. Loving Father, liebender Vater, we don't want to fail you. Wir wollen dich nicht im Stich lassen. What a sacrifice. Was für ein Opfer. What a power released by the blood of the Lamb. Was für eine Macht wurde freigesetzt durch das Blut they des Lammes. They overcame him by the blood of the Lamb and the Sie word of Sie haben ihn of überwunden durch testimony. Das Blut des Lammes und durch das Wort ihres and Zeugnisses. And what are we doing? Und was tun wir? Running with our tails between our legs. Wir laufen fort mit dem Schwanz zwischen den Beinen. What are we doing? Was tun wir? Oh, my Father, make us real. Oh, mein Vater, mache uns echt. Make us real. Mache uns echt. Open the eyes. Öffne die Augen. Hear our prayer. Höre unser Gebet. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.